Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Neuzugängen-Spendenfolge. Ja, uns hat eine relativ spontane Kartenspende erreicht vom lieben Eike, der uns schon mal eine 1000 oder 2000 starke Sammlung gespendet hat. Und hier nochmal lieben herzlichen Dank für. Diesmal haben wir eine Tinbox bekommen, voll mit Karten. Cummins und Holos, und ich habe hier, damit die Folge eben nicht zu lang wird, ihr seht, der Stapel ist richtig dick, nur das Beste vom Besten herausgesucht und werde dementsprechend natürlich auch ein wenig schneller über die Karten gehen, weil wenn ich hier jede wirklich einzeln 2 Minuten bespreche, dann wird das wieder ein Ewigkeitsvideo, und deshalb würde ich sagen, legen wir direkt los. Die erste Karte ist eine Cummins, und zwar A Legendary Ocean. Und das Besondere an dieser Karte, warum ich sie hier zeige, ist eigentlich nicht die Karte an sich, sondern das Set, aus dem sie kommt. Das ist HL1. Und von der Karte, ich glaube, sie geht 44 Cent, werden auf Market nur 7 Stück angeboten. Und das war für mich besonders genug, sage ich jetzt mal, als dass ich das dann hier mal erwähne. Gut, jetzt legen wir mit den Holos los. Wir haben hier einen Gortz, der Gesandte der Finsternis aus PGL2. Richtig, richtig schön, richtig coole Karte. In Gold Ghost sieht er auch mega nice aus, wobei ich ihn in Secret Rare natürlich am schönsten finde. Aus dem Retro Pack 1 oder ich glaube, es war das 1er. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Weiter geht's mit Cyberklingen in Ultimate Rare. Richtig cool, die einzige Ultimate in der Box aus EN First Edition in einem sehr, sehr guten Zustand. Richtig, richtig schön. Ultimate sehe ich unglaublich gerne. Ist einfach eine wunderschöne Rarität und nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Weiter geht's mit Uria. Mit der Karte hatte ich am allerwenigsten gerechnet, da das meiste Zeug, das hier vertreten ist, aus dem Megapack 2017 kommt. Der ist jetzt aus der CT3 und ist natürlich eine extrem geile Karte, hier auch in einem sehr, sehr guten Zustand und wird natürlich postwendend in die Sammlung wandern. Richtig schön. Weiter geht's mit dem gebieterischen Ritter aus der Collection Tin 1. Ja, wir alle kennen sie ja, die Collection Tins Karten. Von damals alle relativ beliebt, und wie ich ja schon im letzten oder was das vorletzte Video erwähnt habe, ist jedenfalls der Dude ist relativ detailliert gezeichnet für die damalige Zeit, wollte ich nur mal erwähnt haben. Weiter geht's mit dem Worsplünderer aus der Collection Tin 2, ebenfalls deutsch, ebenfalls, man könnte beinahe schon sagen, ja doch, Nirmint auf jeden Fall. Hier am Eck ist ein ganz minimaler Kratzer, sieht man kaum, auf der Kamera höchstwahrscheinlich gar nicht. Worsplünderer, absolut cool, eine absolut epische Karte, schön oldschool, so muss das sein. Weiter geht's mit der Dimensionsbarriere aus dem Megapack 2017. Weiß jetzt gerade gar nicht, was die hier geht. Aufgrund des Reprints wird sie natürlich dementsprechend preislich gefallen sein. Dann geht's weiter mit dem dunklen magischen Kreis. Eine richtig coole Karte, sieht auch schön oldschool aus, ist ja auch dunkler Magier-Support und dementsprechend auch optisch stark an das Thema angelehnt. Weiter geht's mit kraftvollem Virus, einer damals eher unbeliebteren Secret aus dem entsprechenden Set. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr, aus welchem Set die Karte kam. War es vielleicht Maximum Crisis? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch Invasion Vengeance. Je nachdem. Jedenfalls, die Karte war ja eher eine der unbeliebteren Secrets, wobei ich sagen muss, sie sieht auch sehr, sehr schön oldschool aus, sehr schön designt und macht optisch auf jeden Fall was her. Dann haben wir Geisterschnitter und Winterkirschblüten, ebenfalls aus dem Megapack. Die habe ich ja, glaube ich, schon 7 oder 8 Mal aus dem Originalset. Jetzt habe ich sie auch nochmal aus dem Megapack, richtig schön. Und ich finde es auch gut, dass sie hier die Sterne normal gelassen haben und das Attribut, weil ich persönlich finde halt, dass das jetzt nicht unbedingt so der Knaller ist optisch. Dann haben wir den Blue Eyes White Dragon. Hier haben wir natürlich die Sterne und das Attribut glitzernd. Bei der Karte sieht es meiner Meinung nach sogar relativ gut aus, aber das ist hier absolut eine absolute Ausnahme. Viele Karten sehen mit diesen glitzernden Attributen etc. einfach nur scheiße aus, um es mal unverblümt in den Raum zu posaunen. Dann haben wir Krötelig Umwerfend, auch aus dem Megapack, also wie gesagt alles Megapack-Karten.
Secret Rare, mega, mega schön. Wahrscheinlich auch im Preis gefallen dadurch, durch den Reprint. Aber es ist eine Karte, die ist einfach wunderschön anzusehen. Und so viele Exemplare habe ich davon gar nicht. Ich glaube, 4 oder 5 Stück aus dem Originalset. Mehr habe ich nicht. Jetzt ist der noch mit dazugekommen. Und ich muss sagen, der Megapack 2017 Star, vor allen Dingen, was die Secrets angeht, ist einfach der Wahnsinn. So, meiner Meinung nach, was die Secrets angeht, auf jeden Fall einer der besten Sets überhaupt, beziehungsweise einer der besten Zins der letzten Jahre. Dann haben wir den Cosmo-Zyklon, den haben wir hier gleich zweimal in Secret. Zu der Karte kann ich gar nicht so viel sagen, da ich die jetzt nicht wirklich kenne, die ist mir eher unbekannt. Wird aber höchstwahrscheinlich schon in irgendeiner Art und Weise spielbar gewesen sein. Vermute ich jetzt mal. Dann Seemonster des Theseus, auch zweimal, richtig cool, jetzt müsste ich sie viermal in Secret haben, allerdings alle aus dem Megapack, keine aus dem Originalset. Sieht auch unglaublich oldschool aus, ich habe schon im letzten Video erwähnt, dass ich das Design dieser Karte extrem abfeiere und vor allen Dingen die Tatsache, dass es sich hierbei um ein Fusionsmonster handelt, welches übrigens keinen Effekt hat, was ich auch sehr schön finde, da das halt auch ziemlich oldschool anmutet und mich halt einfach ein bisschen an damals erinnert. Gut, weiter geht's mit den Ultras, da haben wir eine Kaiba-Spielmarke und ich habe immer noch keine Yugi-Spielmarke, weil die niemand rausdrückt. Gemeinheit. Dann wahrer König am, oh Gott, Agnimasut, der Verschwindende, auch zweimal aus dem Originalset. Invasion Vengeance war das, glaube ich. Auf jeden Fall, glaube ich. Ging er ja damals 12 Euro, da habe ich auch 4 oder 5 Stück gehabt. Jetzt habe ich nochmal 2 Stück aus dem Megapack 2017. Ich glaube aber, der ging auch vorher schon nicht mehr so viel. Dann dunkler Vertrag mit den Entitäten. Okay, auch gut. Zweimal, auch sehr schönes Design. Gefällt mir eigentlich relativ gut. Sieht auch relativ oldschool aus. Und ja, aber an sich sagt mir die Karte nichts. Ich kann jetzt auch nicht sagen, aus welchem Set die jetzt ursprünglich kommt. Dann haben wir ein Playset Proxy Drache. Richtig schön. Proxy Drache ist optisch, naja, ähnelt halt optisch dem Firewall Dragon. Auch vom Namen her Proxy. Ne? Hat ja auch was mit PC zu tun, mit Internet, Firewall und so weiter. Dementsprechend ist das ja auch irgendwie logisch. Ich persönlich finde den Proxy Drachen optisch allerdings schöner als den Firewall Dragon, muss ich sagen. Dann haben wir ein Playset, Topf der Begierden, eine sehr, sehr beliebte Promo, eine sehr, sehr schöne Promo. Den habe ich auch ein paar Mal in Secret Rare, auch eigentlich nur gespendet bekommen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich jemals einen Pot gekauft habe. Ich glaube, einer war in der Sammlung mit drin, aber die anderen waren alle gespendet. Und ich habe, glaube ich, 4 oder so davon. Jetzt habe ich hier noch 3 Stück in Ultra. Schön, sieht in Ultra sehr, sehr gut aus, sehr, sehr oldschool, aber halt natürlich wieder an alte Themen angelehnt und dementsprechend nichts Neues und Innovatives. Trotzdem schön anzusehen und verdient seinen Platz in der Sammlung. Dann haben wir den Blaue gegen Geisterdrachen. Ja, die Originalkarte war Secret, glaube ich, und kam aus Shining Victories und geht jetzt nur noch 3 Euro oder sowas. Damals ging sie 30. Ja, da sieht man mal, was Reprints anrichten können, was den Wert der Karten angeht. Trotzdem eine günstige Alternative für die Leute, die sich das damals nicht haben leisten können, und dementsprechend hat das natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Dann unser erstes Exemplar vom Sternenstaub Cypher Götterdrachen. Den habe ich noch gar nicht gehabt. Ich kannte ihn zwar, aber hatte ihn noch nicht. Wie gesagt, aus neuen Sets habe ich jetzt nicht unbedingt alles. Ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön designt. Allerdings steht er kurz davor, overdesigned zu wirken, muss ich sagen. Ja. Aber ist auf jeden Fall noch ansehbar. Dann haben wir einen Vampire Genesis, der ist ein bisschen abgenudelt. An und für sich, die Ränder sind okay, aber hat halt wirklich lauter Druckstellen und Kratzer, wie man sieht. Trotzdem sehr, sehr schön. Eine schöne Oldschool-Karte aus einem schönen Starterdeck. Und kann man nicht jammern. Richtig cool. Dann Zodiac Rasseklinge. Ja, Zodiacs finde ich ja optisch richtig, richtig cool. Auch den hier natürlich. Sieht mega aus. Auch der Background. Und dass die Waffe und die Kralle hier so im Vordergrund steht, finde ich cool. Ist eine sehr, sehr schöne Karte. Dann haben wir Masterpiece, der wahre Drachobezwinger. Der war, glaube ich, aus Invasion Vengeance oder aus Maximum Crisis. Eins von beiden. Habe ich auch in Ultimate Rare aus Japan. Wobei ich sagen muss, dass er in Ultra dementsprechend sogar noch besser aussieht als ein Ultimate. Das ist einfach seine Rarität. Habt ihr noch ein paar Mal auf Deutsch aus dem Originalset. Ja, und natürlich erste Auflage, versteht sich. Dann haben wir Shiranui Solitär. Auch eine sehr schöne Karte. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, ob die jemals spielbar war. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön designt, muss man sagen. Dann haben wir den Drachengeist des Weißen. Da haben wir ja schon ein Playset mal bekommen, falls ihr euch daran erinnern könnt. In der letzten Spende, ich glaube vom
Ach herrje, von wem waren das? War das der Daniel Schiffer? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Ein Monat, vielleicht zwei. Also wenn man so 10 bis 15 Folgen Neuzugänge zurückguckt, irgendwie so in dem Rahmen müsste man die Folge finden. Da war ein Playset von dem hier mit drin. Richtig schön, jetzt haben wir noch einen. Dann, schon relativ oft hier gesehen, einen schwarzen Hochmagier. In Ultra Rare natürlich schöner als in Super Rare. Super Rare ist nicht so wirklich seine Rarität, finde ich, aber Ultra sieht einfach übertrieben nice aus und freut mich, ein weiteres Exemplar dieser doch sehr, sehr schönen Magierkarte am Start zu haben. Dann, ja, hatten wir jetzt letztens Preiskartenfolge Sengen-Jin. Hier jetzt, wie gesagt, aus dem Premium Pack 2. Ich glaube, ich habe im Video Premium Pack 1 gesagt. Wurde dann auch in den Kommentaren von einem sehr, sehr schreibfleißigen Abonnenten, der eines Besseren belehrt, korrigiert. Danke nochmal dafür. Das hilft ja auch den anderen Zuschauern. Ich bin ja auch nicht allwissend und verbreite immer mal so richtig Fake News. Deshalb, wenn ich irgendwas Falsches sage, zögert nicht, einfach in die Kommentare schreiben, mich korrigieren. Nehme ich nicht persönlich, ist konstruktive Kritik, ist gut so. Weiter geht's mit einer Karte, die ich ja auch das erste Mal in Händen halten darf. Das ist Traumland, eine unglaublich schöne Zauberkarte und ich sehe gerade das erste Mal, dass sogar das hier glitzert, dass es eine Feldzauberkarte ist. Cool. Sehr, sehr schön, hat scheinbar einen ziemlich langen Effekt, beziehungsweise drei Effekte optional. Und ich finde sie optisch auf jeden Fall sehr schön und ich hoffe, dass da demnächst auch noch mehr reinkommen. Ich habe mir übrigens eine Legendary Collection 3 bestellt, ja, weil die Karten da drin einfach so geil sind, die Promos. Ich meine, ich habe dieses eine Magiermädchen, diese Effektvariante, die es aber auch aus der Jump gibt, habe ich schon viermal aus der Jump. Jetzt kommt leider der Billigprint auch in Ultra auf Deutsch, aber nichtsdestotrotz werde ich mir die Deutsche auch noch ein paar Mal ranholen. Dann haben wir Geisterhogger und Schneehase, auch aus der CT13 in Super Rare. Müsste die, glaube ich, noch ein paar Euro gehen. Ich glaube, 2 oder 3 Euro. Mega nice. Ich glaube, in Secret habe ich die noch überhaupt nicht. Schade eigentlich. Das ist die einzige von den dreien, die ich noch gar nicht in Secret habe. Ja, wie gesagt, neuere Sets, also die Karten aus neueren Sets sind bei mir ja Mangelware und die kaufe ich auch im Prinzip nicht. Also ich kriege das irgendwann immer über Sammlungen rein oder über Spenden. Natürlich werde ich sie mir später kaufen, ich komme ja gar nicht drum herum, aber ich bin momentan halt eher noch so dabei, das richtig seltene Zeug abzugreifen und habe halt nicht vor, 60 Euro für Karten zu zahlen, die einfach nur deshalb teuer sind, weil sie gerade gut spielbar sind. Da warte ich dann eher auf die Reprints in derselben Rarität aus dem Megazins oder warte, bis sie wieder gesunken sind. Dementsprechend kaufe ich die neuen Sachen nicht. Ich kriege sie meistens eben, wie gesagt, gespendet oder im Zuge von Sammlungen. Dann haben wir den Künstlerkumpel Pendelzauberer, richtig schön, in Super Rare. Das Original ist ja Secret, sieht auch in Secret besser aus. Dennoch Künstlerkumpel Pendelzauberer, einer der wenigen Künstlerkumpels, die mir optisch sehr, sehr gut gefallen. Dann Psyhöhlenlord Zeta aus HSR, die Highspeed Riders ist das, glaube ich, gewesen. Auch eine sehr, sehr schöne Karte in Super Rare. Mega cool. Dann, auf die habe ich mich schon lange gefreut. Nummer 71, Rebarian High. Die Karte ist einfach mal ultra geil designt. Ohne Witz. Ich finde das. Guckt euch mal das Design an. Ja, das ist doch übel geil, oder? Das Design ist auf jeden Fall richtig cool. Habe ich meine Händler schon lange, bevor die TIN nicht angekündigt, sondern rausgekommen ist, darüber informiert und mir das geschickt. Und ich war sofort hellauf begeistert. Dann einen Gagaga Cowboy aus der CT10, ist auch cool. Einen paläozoischen Anamalocaris, finde ich jetzt optisch nicht unbedingt den Hingucker. Dann einen Zodiac Radpier, finde ich optisch noch besser als den Ultra Rare Zodiac, den wir hier hatten. Das sieht einfach mal übertrieben geil aus, die Karte. Also Zodiac, ich weiß nicht. Zodiac als Karten vom Spielen her muss ziemlich nervig sein, habe ich mitbekommen, aber was das Sammeln angeht und die Optik, einfach übertrieben cool. Ich mag die Zodiacs, eigentlich fast alle. Dann haben wir ältestes Wesen. Ja, da haben wir hier zwei Stück und unsere ersten beiden Exemplare. In der vorherigen Spende waren die nicht vorhanden, wahrscheinlich hat der Spender diese selber gebraucht und in dem Fall habe ich sie jetzt hier mitbekommen, richtig, richtig cool. Ein weiteres ältestes Wesen, also es müssen es insgesamt drei sein. Wir hatten Norden, wir hatten das hier und ich glaube noch eine Synchro, aber da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Dann haben wir den Tundunklen Magier aus The Dark Illusion, also aus dem Originalset. Ne, der ist aus dem Megapack, der ist aus Dark Illusion, also quasi Megapack, Dark Illusion, Originalset, Reprint. Richtig cool, kann man nie genug haben. Ich finde die halt ultra geil, natürlich dunkler Magier, klar. Wieder nicht wirklich innovativ, einfach aus einer normalen Karte eine Toon-Figur bzw. eine Toon-Karte gemacht. Aber dennoch richtig, richtig schön. Und zu guter Letzt haben wir zweimal Nummer 68, Xanapon, das Himmelsgefängnis. Eine wunderschöne Karte, wunderschöne Xyz, sogar Fels, oh, ich hätte es jetzt eher für eine Maschine gehalten. Naja, was soll's.
Wie auch immer, ich hoffe, ihr wart zufrieden mit der Sendung. Ich war es auf jeden Fall hammermäßig. Vielen, vielen Dank, lieber Eike. Einfach unglaublich, wie viel mir hier wieder in letzter Zeit gespendet wird. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Für eure Unterstützung an alle, die mir auch in letzter Zeit hier Karten haben zukommen lassen und die das Projekt immer so tatkräftig unterstützen und dafür sorgen, dass es vorangetrieben wird und dem Ziel näher gebracht wird. So, wir sehen uns dann zum nächsten regulären Video, welcher oder welchen Format es auch immer. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.